Willkommen zu Mick Schumacher Karriere. Wir sind in Season Nummer 1, aber in Rennwochenende Nummer 2 hier in Saudi-Arabien. Jeder, ich bin extrem hyped. Das erste Rennen lässt auf jeden Fall hoffen. Das auf mehr. Ich freue mich extrem. Ich bin heiß drauf und wir brauchen Punkte. Das letzte Rennen war top. Schaut oben rechts gern vorbei. Abonniert euch gern kostenlos den Channel. 27 Kurven, 3 DS-Zonen und an sich eigentlich der schnellste Startkurs aller Zeiten. Es ist einfach eine tolle Strecke. Schaut auch gerne auf TikTok vorbei, @tobi. Es wird viel Star vorne kommen. Am Wochenende geht es nach Japan in der richtigen Formel 1 und auch in unserer Mega-Season sollte es wieder weitergehen, denn ich bin ja größtenteils wieder gesund. Jetzt aber mal los in unsere Blitz-Qualifying-Runde ab Richtung Turn 1 und wir kommen hier ziemlich gut durch. Das war bis jetzt okay. Ja, es ist schon der 7., 10., 9. Okay, es ruckelt ein bisschen hier durch. Aber es ist eigentlich schon okay, wir sind hier noch immer noch in den Top 10 drinnen, hier durch eine Bauchwehkurve, dann hier Full Speed, nur ein bisschen mit dem Gas triggern hier runter, da schalte ich eigentlich gar nicht mehr richtig rauf, denn man muss eh gleich wieder hier runter und da, boah, da komme ich nicht in die Strecke, das ist, glaube ich, auch in der richtigen Formel 1 Mix eher Hasskurve gewesen, da hatte ja 21 diesen schlimmen Unfall, also er ging die Mauer, oder war das 22, sorry, nagel mich nicht fest, da ist er gegen die Mauer geklatscht. Und jetzt hier rauf durch diese Sektion. Ich hasse diese Kurve. Die Strecke, ja, ist hier einfach nicht mein Freund. 12. Platz sind wir schon abgerutscht. Es war mir ehrlich gesagt klar, das Auto ist einfach noch nicht so weit, dass man noch auf Start-Compris konkurrenzfähig ist. Ich meine, das war auch irgendwie klar. Hier unten durch, wow, da komme ich immerhin ganz, ganz smooth durch. Kann den 12. Platz halten. Jetzt bei diesen Vollpass-Gas-Passagen, da wird es eng werden, können wir den Platz, ja, 11 immer noch, das ist sehr gut, 9 sogar, wir konnten hier sogar ein bisschen Zeit gut machen, aus der letzten Kurve raus, Turn 27, ja, war jetzt nicht gerade der beste Exit, da kommt der Rutscher aus der Kurve raus und wir verlieren noch den einen oder anderen Platz, gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Hier sind wir nun, Leute. Lights out und let's go. Rennen Nummer 2 mit Mick Schumacher. Jetzt ist der 11. Startplatz geworden. Doch die Konkurrenz kommt hier tatsächlich ein bisschen besser weg. Aus den Fehlern vom letzten Mal habe ich gelernt, wir müssen auf die Reifen etwas besser achten. Und da verliere ich den Platz, weil Guan Yu Zhou hier tatsächlich einen richtigen Asi-Punch in Turn 1 macht. Also habt ihr es gesehen, der ist uns direkt vor das Auto gefahren. Ich konnte hier kaum ausweichen. Egal, ich muss mich konzentrieren hier. Ja, jeder Punkt zählt. Wir sind in einem Haas und nicht mehr in einem Audi. Es ist eine komplett andere Welt. Ja, hier, ich komme noch nicht ganz klar damit. Das Auto ist wirklich teilweise sehr, sehr schwer. Wenn es schwer ist, ist es leicht rutschig. Also gerade der Haas, der gefällt mir absolut gar nicht. Das Handling vom Haas ist wirklich grottig. Wir gucken uns noch einmal den Start an. Wir sind hier das linke Auto. Dieses weiße Rote, kennt ihr das doch sowieso. Und Turn 1 war eigentlich okay, ich habe da sogar eine okay Lücke gefunden, wollte da durchziehen und dann auf einmal steht dieser Alpha vor mir und ich verliere den kompletten Schwung und in der Innenseite, ja, zieht dann auch noch die Alpine vorbei. Nein, das war der Aston, sorry, das war der Aston. Apropos Aston, der hat sich an Guan Yu Zhou schon vorbeigearbeitet, denn der fährt mit dem gelben Reifen. Das ist jetzt auch mein Ziel, die Jungs mit den gelben Reifen direkt mal ein bisschen herausfordern. Mein rechter Vorderreifen hat außergewöhnlich viele Prozent, da gehen wir rein, das war knapp eng, aber ich muss so überholen, also Jungs, seid mir nicht böse, wenn das da zu hart eurer Meinung nach war. Wie gesagt, der rechte Vorderreifen hat 16%, ich glaube, da bin ich das ein oder andere Mal gegen die Mauer gerutscht, also das kann ich mir nicht anders vorstellen, sonst, weil das ist normalerweise nicht ein Reifen, das passiert normalerweise nicht mit dem Reifen, dass gerade der rechte äußere
Also der rechte vordere, das passiert normalerweise nicht. So, jetzt im Windschatten gegen erste von Ocon. Wir gehen auf die Außenseite, der deckt ihn ab. Können wir außen dranbleiben? Nein, das geht nicht. Der hält doch ganz, ganz spät drauf. Der, beim Anbremsen gegen die Morgitic. Guckt euch meinen rechten Vorderreifen an. Das darf mir nicht nur oft passieren. Wir sind in der dritten Runde, 28%. Ja, das wird eng. Wir schießen hier an. Okay, schießen ist jetzt ein bisschen übertrieben. Der Haas ist dann doch etwas zu langsam. Ich gehe auch vom Gas runter, denn ich will das DRS haben auf Start und Ziel. Und das ist mir gelungen. Wir haben den DRS-Vorteil. Esteban Ocon, können wir den im Vorbeigehen überholen? Der Windschatten-Effekt, er zieht uns hier tatsächlich an dem Franzosen vorbei. Und wir sind auf dem 9. Platz, Leute. Das wären so wichtige 2 Punkte für das kleine Haas-Team. Sorgala, jetzt sind wir im Bedrängnis. Vor uns ist gar nichts los. Ich lasse hier Ocon ziehen, denn ich weiß genau, wenn der das DRS bekommt, bin ich sowas wie von geliefert auf der Geraden. Und auch Alexander Albon und Max Verstappen hinter uns, die machen ordentlich Druck. Jetzt das DRS öffnen. Das ES ist auch noch da. Wir sind nicht mehr so dumm. Gehen jetzt an der linken Seite vorbei und sind easy. Also die Pace von dem Auto mit DRS, ES, und mit allem, was geht, wir sind eigentlich ziemlich schnell auf der Geraden. Der rechte Vorderreifen macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Wir haben 39%, jetzt klicke ich da mal ein bisschen weg, denn ich will das nicht die ganze Zeit sehen. Also ihr seid mir da echt nicht böse, denn das macht mich einfach nur ganz, ganz irre. Ja, ich bin so unter Bedrängnis. Es sind 18 Runden und ja, das Auto ist komplett, ich bin komplett am Limit mit dem Auto. Das ist tatsächlich hier extrem rutschig. Wir sind 4,5 Sekunden hinter Fernando Alonso. Also da waren wir letzte Woche oder beziehungsweise im letzten Rennen deutlich näher dran an der Spitze. Heute ist das alles ein bisschen anders. Da brauchst du mehr mechanischen Grip. Es ist generell eine komplett andere Sache. Aber hier gucken wir uns das noch einmal an. Ich muss sagen, dieses ums DRS catchen, das gefällt mir immer mehr. Apropos ums DRS catchen, da zieht innen Ocon, nein, es ist Albon, was macht Albon denn hier? Ocon tatsächlich ein paar Plätze verloren, ich bekomme das DRS noch einmal. Und ja, da hat der Williams keine Chance, Alexander Albon, der kann da nur durch die Finger gucken. Wir gehen hier tatsächlich noch einmal als Sieger raus. Doch jetzt hat sich natürlich auch der Doppelweltmeister eingeschaltet, nein, der Dreifachweltmeister eingeschaltet. Das wird eine ganz harte Nuss, Leute. Den jetzt auch noch hinten zu halten. Ich glaube, es wäre fast klüger, ihn vorbeizulassen. Aber ich werde dem Ganzen bald ein Ende setzen. Denn wir werden Runde 7, 8 werden wir reinkommen. Das ist mir ganz klar. Jetzt geht Verstappen vorbei. Wenn er vorbeigeht, dann kann ich mir auch gleich hier das DRS gönnen. Um immerhin von den Jungs dahinter mir wegzubleiben. Doch der kommt nicht so sauber aus Türen 27 raus. Und ich komme hier mit Windschatten spielen und Vollgas tatsächlich an dem Red Bull vorbei. Also die Top-Speed-Werte sind hier komplett durcheinander. Denn ich weiß noch, wie ich zu Beginn einen Speed-Test gemacht habe, dass da der Alpine und der Haas und der Williams ganz, ganz, ganz hinten waren. Also das kann mir kein Mensch erzählen, dass wir jetzt auf einmal im zweiten Rennen genauso schnell, habt ihr das gesehen, Leute? Beim Einlenken ist mir einfach das Heck gekommen. Da bleibst du über, Max. Du kannst nicht neben mich gehen und dann noch auf der dreckigen Linie. Ich gehe in die Box, denn ich merke, es ist nicht mehr fahrbar, dieses Auto. Wir haben zwar kaum Zeit auf die Vorderleute verloren, aber dieses Auto rutscht so enorm. Wenn du, ja, sagen wir mal, über die 30-35% drüber bist, rutscht du so hardcore. Also da ist kaum irgendwie mehr Sicherheit drin. Es ist ganz, 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 ganz bad, du.
So Leute, wir machen einen kleinen Sprung, 8. Runde. Alle waren, oder sagen wir mal, alle sind jetzt in der Box und jetzt wird es halt interessant, haben wir es gegen Max Verstappen? Oh mein Gott, Alonso, wir haben es vor Alonso rausgeschafft, noch nicht ganz hier, es wird eng, aber da gibt nach. Wir haben all in all einen Platz gut gemacht gegen Fernando Alonso. Das ist natürlich mal eine Hausnummer. Den El Matador, spanischen Hengst, hier hinter uns zu lassen, der wird uns zwar auf Dauer richtig Druck von hinten machen, aber das ist mir scheißegal, Leute. Das ist mir egal, denn wir haben auch einen Max Verstappen hinter uns und jagen hier tatsächlich 5 Weltmeistertitel. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Die nach dem, oder die im zweiten Rennen hinten zu haben, das finde ich schon sehr, schwierig. Die Reifen werden natürlich am Schluss ein großes Problem wagen. War auch zuerst meine Überlegung, auf Weiß zu gehen, aber ehrlich gesagt, Leute, es ist einfach ein Verbrechen, mit einem weißen Satz Reifen auf dem Start Grand Prix. Ich hätte wahrscheinlich 5 Runden gebraucht, einmal, um die auf Temperatur zu bringen. Und von der Lebensdauer her ist da kaum mehr Unterschied zwischen Weiß und Gelb. Also wirklich, also es ist kaum Unterschied, glaubt mir das, wenn ich euch das sage. Ich bin wirklich 400 Rennen in Formel 1 23 gefahren, online, offline, Regen, trocken, Teamkollege in der Box, das ist gut. Es ist kaum ein Unterschied zwischen den Abnutzungen. Natürlich von Rot auf Weiß ist ein Riesenunterschied, aber von Gelb auf Rot, und Gelb ist halt wirklich nur noch so ein Mittelding. Du bist richtig schnell, quasi nur noch 2-3 Zehntel langsamer als die roten Reifen. Aber der Weiße ist dann doch von der Pace her nochmal etwas langsamer. Und ja, aber der Verschleiß ist quasi dasselbe. Wo sind wir jetzt all in all rausgekommen? Noch auf dem 11. Platz. Bedeutet aber auch, dass der ein oder andere noch nicht gestoppt hat. Denn selbst wenn ich langsamer gewesen wäre, ja, Sainz war bestimmt hinter uns, da bin ich mir fast sicher. Aber warum hätten wir jetzt so viele Plätze verloren? Das macht für mich wenig Sinn. Tatsächlich. Jetzt lassen wir hier Verstappen mal ziehen, denn der drückt uns ordentlich an. Ich meine, ziehen lassen ist jetzt in dem Fall quasi DRS uns catchen. Ich habe auch kaum mehr ERS. Das bedeutet, ja, diese Reifen, die Vorderreifen nutzen sich aber genauso hardcore wie die Hinterreifen. Sprich also, das spricht tatsächlich für das Auto und nicht für irgendwelche anderen Sachen hier. Max Verstappen mit der schnellsten Rennrunde und sowas ähnliches dachte ich mir schon, dass wir hier tatsächlich mit der Kräftzange hier, ja, der hält da überall drauf. Dieser Verstappen ist tatsächlich crazy drauf. Also ich meine, es war von uns jetzt auch nicht ganz fair, so nah an ihn ranzufahren. Doch ich dachte mir, wenn der eh schon ein halbes Auto hinten ist, dann wird er bestimmt nachgeben. Aber der fährt da fast neben der Strecke, noch neben uns hinterher. Also Verstappens Kampfwille ist wirklich unerbitterlich. Apropos unerbitterlich, wir sind jetzt auf den 8. Platz, denn jetzt war auch der Rest der Truppe da vorne an der Box. Wir sind schon fast 8 Sekunden von Carlos Sainz weg. Jetzt gehen wir hier außen an Max Verstappen vorbei. Jo, das wird noch ein ganz enges Duell. So, da Leute, ich muss hier tatsächlich noch einmal in die Trickkiste greifen. Jetzt nicht wie Alonso in Melbourne, aber jetzt gucken wir uns mal die Replay an. Die ein oder andere, das wäre also dann, hier sehen wir dann auch, warum unsere Reifen immer so oft lidiert sind. Denn beim Rausbeschleunigen bin ich hier einmal kurz gegen die Mauer geteacht. Das kostet natürlich enorm viel Reifenprozent. Und da musst du tatsächlich aufpassen. Das darf mir nicht oft passieren. Und gerade auf diesen Autos ist das noch viel, viel schlimmer. Gegen Max Verstappen, der das war dieses. Der hat einmal kurz gezuckt
Und das hat mich so aus der Fassung gebracht, dass ich hier fast einen Crash gebaut hätte. Okay, das hat von innen war das viel härter wie von außen. Also ich würde sagen, das war eigentlich sehr... Ja, es war okay. War ein okayer Kampf. Apropos okay. Jetzt hat es mittlerweile auch Alonso an uns dran geschafft. Wir sind in Runde 13, Leute. Und wir könnten jetzt tatsächlich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Fernando Alonso zieht jetzt auch innen hier vorbei. Er gibt uns immerhin das DRS, aber auch Max Verstappen, das wird ein enges Duell. Ich muss mich hier gegen gleich 5 Weltmeistertitel irgendwie durchsetzen. Das ist heute nicht das einfachste Rennen. Wir verlieren so viel Zeit gegen die Spitze. Das ist mir aber ehrlich gesagt egal. Der Beste, besser als Platz 8 wird es nicht mehr. Alonso hier, ganz letzte Rille, zupfig raus. Und wir gehen hier erneut in Runde 14 rein und das als 8. Platz. Puh, Leute, das ist echt ein Mörder. Ein Mörderjob hier, die Jungs hinten zu halten, auf Trab zu halten. Alonso hier, der will nicht vorbei. Der hat schon ein bisschen gemerkt, dass ich die hier vorbei winke. Jetzt wird es nochmal ganz eng. Ja. Alonso schickt Verstappen weit und dann werden wir da fast in richtige Probleme geraten. Geht sich das jetzt nochmal einmal aus? Es geht sich aus. Runde 15. Es ist wie Katz und Maus, es ist ein Hin und Her, ein Hin und Her. Es macht keinen Spaß und du weißt doch, 5 von 7 Mal klappt's und das 8. Mal bist du dann am Arsch. Und das will ich heute echt vermeiden. Also wir müssen uns richtig zusammenreißen. Ich muss hier tatsächlich, darf kaum einen Fehler machen, darf nicht die Fassung verlieren. Wir sind fast 17 Sekunden von Platz 7 weg. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Ich führe hier eine Kolonne an, die... Alonso Verstappen und auch Albon und seinen Teamkollegen hinterherziehen und das kann sehr, 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 sehr schwierig werden und ich, oh Mann, Alter, das ist echt, Leute, hattet ihr auch solche Situationen und was würdet ihr theoretisch anders machen an solchen Situationen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen, denn das ist hier einfach kein Spaß mehr. Ganz schnell gucken, nein, das war auch nichts. 16. Runde, mittlerweile ist ein Alexander Albon hier und auch ein Max Verstappen. Ich bin der Gruppenführer, der, sagen wir mal, 8 bis Platz 15 oder so. Jetzt Doppelwindschatten, Alonso hier außen vorbei, das reicht doch. Wir bleiben 8. Platz und gehen auch so in die vorletzte Runde. Doch was ich hinter mir sehe, das ist einfach nur noch beunruhigend. Es sind so viele Fahrzeuge, die es auf meinen 8. Platz abgesehen haben. Und Battle for the 8th Place, das ist dann theoretisch schon das halbe hintere Feld. Also, alle haben fast aufgeschlossen. Das vermutlich vorletzte Mal hat dieser Trick funktioniert. Es geht in die letzte Runde rein, Leute. Kann es sich ausgehen? Schaffen wir es, uns gegen gleich 5 Weltmeistertitel durchzusetzen und gegen Autos, die theoretisch in der Hackordnung alle vor mir sind? Das heißt es jetzt zu beantworten. Denn es sind nur noch ein paar Kurven, circa 22, 20, 19, 18... Irgend sowas, es wird ganz eng. Boah, ich komme hier raus und es fängt schon wieder so an, wie der erste Ding vorbei war. Ich rutsche hier herum, es ist einfach unfahrbar. 47% haben die Reifen, es gibt eine Verwarnung. Ich habe Albon nicht mal, ich hätte nicht ausweichen können. Dieses Auto ist so rutschig. Wenn die Reifen hin sind, dann sind die Reifen hin. Und ich habe ehrlich gesagt Cheats von Katar. Denn wenn wir in Katar sind, ich hatte da sogar... mit teilweise Top-Teams Probleme, die Reifen auf dem Leben zu halten. Ich musste wahrscheinlich mit Gelb starten und auf Weiß gehen, um das überhaupt zu überleben. Und im Sprint vermutlich die 8 Runden dann irgendwie mit Weiß oder so durchziehen. Das ist echt noch eine riesen Herausforderung. Das werden wir aber dann noch sehen. Halbe Sekunde, jetzt zu Alexander Albon. Ich muss auch hier diesen Trick vermutlich noch einmal durchziehen.
denn es wird nicht reichen, wenn ich es so mache. Jetzt bleiben wir auf der Innenseite. Albon zieht außen vorbei, ganz, ganz minimal. Albon hat einen kaum Top-Speed. Es wird noch einmal interessant in Turn 27 rein. Bremse ich später als er. Und ich glaube, das hat gereicht, Leute. Ich nehme das DRS mit. Es geht hier zu Start und Ziel hin und wir retten unseren 8. Platz. Ich hatte gefühlt das komplette Rennen lang einen Kampf und habe hier die 4 Punkte sowas wie von mitgenommen. Alter, besser und mehr wäre heute einfach nicht drin gewesen. Dieses Auto war richtig schlecht und hatte so Reifenprobleme. Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. So Leute, hier haben wir nochmal das Final Klassement. Nico Hülkenberg wird 14. Platz und der war dann auch nicht mehr allzu weit weg von uns. Es waren nur 2 Sekunden oder so. Es war wirklich am Schluss sind die Reifen quasi eingebrochen. Also das kann nicht sein. Das ist einfach... Ja, mir fehlen die Worte. Dieses Fahrzeug war am Ende hin unfahrbar. Und das will ich einfach nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall viel mehr in Sachen Reifenverschleiß... In Sachen generell. Dieses Auto ist noch nicht auf dem Niveau und Australien könnte tatsächlich eine riesen Katastrophe werden. Seid auf jeden Fall dabei, falls ihr das nicht verpassen wollt. Wir werden auch natürlich in Richtung Chassis und Aerodynamik, scheiß mal auf diesen Motor. Wir sind in diesen Bereichen mit Abstand letzter Platz und das müssen wir unbedingt verbessern. Da kannst du einfach nichts mehr sagen dagegen. Für heute soll es das dennoch gewesen sein. Vielen, vielen Dank für euren Support. Falls ihr wissen wollt, wie es in Australien weitergeht, folgt uns auch gerne auf TikTok und auf Instagram. Am Wochenende geht es auch nach Japan in der Mega-Season. Also bis dahin wieder früh aufstehen, doch dank dem Uhrenumstellen ein bisschen später. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Social Media vorbei. Für heute war es mal. Wir sehen uns wieder später auf TikTok oder morgen wieder hier und ciao.